Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück im Jahre 1940 und es müsste jetzt irgendwie Ende März oder Anfang April des Jahres 1940 sein. Und das bedeutet, dass das jetzt normalerweise der natürliche Startpunkt einer deutschen Offensive gegen Frankreich wäre. Alles andere, wenn das jetzt nicht passiert, würde mich schon sehr überraschen. Die große Frage ist, plant er jetzt irgendwie den großen Angriff über Metz und das, was er sich dort freigekämpft hat? Oder war das nur so ein Nebenschauplatz? Der hat wirklich alles in den Norden gebracht und geht über die Ardennen, über Holland, Belgien. Das werden wir vermutlich jetzt sehen. Und wenn Letzteres passiert, haben wir schon Probleme, weil wir sehr, sehr viele Ressourcen jetzt für diesen Lückenkampf dort oben aufgewandt haben. Schauen wir mal uns das Ganze an. Okay, da wird der Angriff vorbereitet. Unsere Jäger sind ganz gut dabei, aber er startet tatsächlich den Angriff dort unten. Ernsthaft? Gut, dass die britischen Jäger da sind. Die können schon ein bisschen was machen. Oh, und da sehen wir jetzt erstmals das Überwasserschiff der Deutschen. Wir haben eben ein U-Boot wegfahren sehen. Vermutlich südlich in Richtung deutscher Küste. Okay. Ich muss sagen, das ist interessant. Es ist interessant. Okay, wir bekommen ein Hauptquartier in Frankreich. Das ist wichtig. Wir müssen es, glaube ich, nach Paris setzen. Ne? Können wir gleich direkt schon mal machen. Das Ganze ist insofern interessant, weil es wirklich im Moment irgendwie danach aussieht, als ob er nicht diesen Ardennenzug machen will. Und da weiter durchgehen will. Das schafft er. Das schafft er. Aber, also sein großer Vorteil, wenn er das jetzt macht, ist, dass er die Kriegsbereitschaft der USA natürlich unten hält. Er braucht aber vermutlich länger bei dieser Aktion. Also, wenn der Panzer jetzt zum Beispiel hier angreift, der macht die komplett weg, ne? Also insofern, gerade bei vorbereiteten Angriffen. Obwohl, warte mal, da haben wir immer noch eine Festung und ein... Ja gut, wir müssen da schon stehen bleiben. Aber er wird jetzt nach und nach eine Einheit nach der anderen wegmachen. Ist halt so. Ja, gut. Verteidigen wir es so gut wir können. Ich bin gespannt, ob diese Strategie aufgehen wird. Interessant ist es allemal. Ich mache mal wieder ein bisschen Denke-Denke. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, dann beschäftigen wir uns zuerst mal mit den Hauptquartieren. Das ist immer mit das Wichtigste. Was wir hier gesehen haben, das ist, dass unsere britischen Jagdflugzeuge sehr, sehr, sehr gut agiert haben, glaube ich. Und wichtig waren. Die haben einige Verluste den Gegner hinzugefügt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier verstärken bei den Briten, das ist klar. Da gehen wir auf jeden Fall das aus. Und wir sollten auch das britische Hauptquartier so ranbringen, dass das nächste Mal die Jagdflugzeuge mit drin sind. Ich würde sagen, wir setzen es mal... Ne, packen wir es hier hin. Das müsste dann von der Reichweite zumindest das nächste Mal passen. Wir sind hier im Modus... Oh, automatisch. Wir machen mal halbautomatisch. Und ansonsten sind alle britischen Einheiten mit dabei. Ja. Und ja, ich bin mir immer noch total unsicher, ob er wirklich jetzt darunter gehen will. Ich werde deswegen mal eine britische Einheit hier weiter in den Süden setzen. Das Problem ist, es kann natürlich alles ein mega Ablenkungsmanöver sein. Und dann macht er doch einen schnellen Schlag und wir kriegen unsere ganzen Einheiten nicht mehr in den Norden. Es ist wirklich ein Dilemma. Ich kann nicht komplett jetzt in den Süden mich bewegen. Ich könnte natürlich hier jetzt so eine Abwehr, zweite Abwehrlinie bauen und sowas alles, aber das kann ich einfach nicht machen. Gut, Hauptquartier. Wie viel wichtiger ist noch das französische Hauptquartier? Da gucken wir mal, was jetzt dabei sein sollte. Auf jeden Fall sollte hier
diese Armee mit drin sein. Ich würde sagen, die können wir ja problemlos freistellen. Tja, eigentlich müssten die beiden mit drin sein, ne? Unterstellen, das passt nicht mehr. Wir können nur 1, 2, 3, 4, 5, ja. Wir müssten ein Upgrade haben für das sechste. Man könnte sagen, das ist unwichtiger. Vielleicht, na gut, er wird sowieso erstmal hier angreifen. Und dann ist vielleicht das doch wichtiger, weil er noch einen zweiten Angriff dann hier drauf machen wird. Insofern lassen wir das mal so tatsächlich, wie es ist. Ja. Oder ich gucke mal, wahrscheinlich ist diese Armee noch gefährdeter als diese. Die steht immerhin in der Stadt. Die steht nur. Na gut, die steht hinterm Fluss. Ach, wisst ihr was? Ich lasse es so. Okay, so, jetzt, damit haben wir die Hauptquartier. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit den französischen Produktionspunkten? Wir müssen auf jeden Fall verstärken hier. Ach so, ja, wisst ihr was? Dann gibt es noch eine wichtige Bewegung. Es kann sein, dass uns das nächste Mal hier diese Einheiten flöten gehen und dann könnte er mit einem schnellen Vorstoß schon die Jagdflugzeuge erwischen. Aus dem Grund sollten wir zur Sicherung dieses Korps dahin ziehen, meines Erachtens. Das können wir dann allerdings nicht verstärken. Ja, so ist es dann halt. Machen wir das. Aber das sichert dieses Jagdkommando ab. Das ist wichtiger. So, bringen wir Belfort auf 10? Bringen wir die zweite Armee hoch? Ja, wir müssen alles hochbringen, was geht. Die große Frage ist, lohnt es sich, diese Mittel hier noch auszugeben, um das syrische Korps nach Frankreich zu holen? Oder ist das vergebene Liebesmüh? Ich sage jetzt einfach mal, es lohnt sich. So, das heißt, wir machen diesen Wechsel und machen jetzt. Halt, wir können diese. Ah, weil wir bewegt haben, können wir in dieser Runde nicht mehr transportieren. Ja, das ist auch super wichtig, diese Mechanik drin zu haben, wenn es um die Planung der Rückkehr der britischen Truppen geht, ne? Wir müssen eine Runde quasi vorplanen, Vorsprung haben vor den Deutschen. Das ist echt ein heikles Manöver. Okay, gut, das heißt, wir brauchen das jetzt noch nicht ausgeben. Müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Das ist doch schön. Dann gehe ich Belfort hoch auf 10. Dann gehen wir hier hoch. Wir haben noch 89. Und ja, nehmen alles hoch, um die Armee raus hochzubekommen. Und da ist die Frage: Befehlshaber ist wichtig. Die Jagdflugzeuge wäre cool, wenn wir sie auf 10 hätten. Und die Armee muss eigentlich auch hochgebracht werden. Ich habe keine Ahnung, wann Italien in den Krieg eintritt, aber es kann im Frühjahr 40 kann das schon der Fall sein. Investieren wir erstmal hier. Ich meine, 6 ist auch nicht dolle. Aber damit haben wir das für die Franzosen ausgegeben. Soweit, so gut. Okay, dann wäre das, glaube ich, alles, was wir. Halt! Eine Sache habe ich mir überlegt. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, aber ich werde mal. Wir haben jetzt keinen Begleitschutz, aber ich riskiere das jetzt mal. Ich fliege jetzt mal mit den strategischen Bombern einen Angriff quer hier ins deutsche Gebiet. Aber ich sehe gerade, schaut mal. Da kommen wir nicht hin. Ich will nämlich einfach mal sehen. Ach, wir können nicht über das Luftgebiet dort fliegen. Die Frage ist nämlich, können wir dadurch scouten? Also wird das aufgedeckt auf dem Weg dorthin? Ich mach's jetzt mal. Wir fliegen mal dorthin. Einfach, weil ich mal sehen will, was da für Truppen stehen. Okay, sind natürlich Abfangjäger unterwegs. Ja, das tut weh. Aha! Aha! Soweit zu diesem Thema, ja. Alles klar. Das hätte ich mir schon denken können. Ich hätte das mal vor meinem Zug machen sollen. Aber erstaunlich, dass er jetzt das gute Wetter jetzt nicht genutzt hat, um das da durchzuziehen. Er wollte mich vielleicht hier noch weiter runtertreiben. Ja, was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet, dass wir die Briten zumindest doch wieder hochbringen sollten. Ja. Ah Gott. Na, mal sehen. Ja, wir müssen die Briten hochbringen. Ah, das ist gut gesehen zu haben. Okay, ich würde sagen, wir positionieren sie hier mal ganz klassisch. Also, machen wir mal wieder Kommando zurück. Allerdings, das Hauptquartier lasse ich hier nochmal stehen. Obwohl von der Reichweite könnte man es auch von dort stehen lassen.
Wobei es immer ganz gut ist, wenn das auf Eisenbahn steht. Aber ich will das Flugzeug noch dabei haben. Aber das könnten wir natürlich auch verlegen das nächste Mal, aber das geht ja nicht, ne? Weil es verstärkt haben, aber wir werden das immer verstärken müssen. Ich gucke mal kurz den Support an. Wir sind da bei 8, da bei 9. Weil es von dort ausgeht, ne? Weil wir es verlegt haben. Ja. Ich pack's mal da rein. Es müsste immer noch reichen, um das Flugzeug zu erreichen das nächste Mal. Und wir sind hier näher an unseren Truppen dran. Gut. So, und hier, Verdun ist eigentlich eine ganz gute Position. Ja, diese ganze Lücke, die können wir halt jetzt nicht mehr füllen. Das ist das große Problem. Hier haben wir noch ein Korps, das können wir noch irgendwann nach vorne bringen. Der Punkt ist einfach, deswegen war sein Vorstoß auf Metz auch so gut und wichtig für ihn, weil gar nicht so sehr dieser Landgewinn, sondern die Tatsache, dass wir sehr viel Produktionspunkte aufwenden mussten, um dort die Linie zu sichern. Das führt dazu, dass wir nicht, ich sag mal, regulär aufgebaut haben bis zu diesem Zeitpunkt und unsere Verteidigungsfähigkeit für diesen Anmarsch hier überhaupt nicht gegeben ist. Gut. Trotzdem wundert es mich, dass er im April das nicht gemacht hat. Also das hat uns schon ein bisschen Zeit gegeben jetzt. Gut, okay. Wir gehen mal hier aufs Meer. Wir haben gesehen, hier liegt ein Überwasserschiff irgendwo, wo wir nicht richtig gut rankommen. Ich werde den Teufel tun, jetzt hier großartig Schiffe dahin zu bringen. Außer natürlich französische Schiffe oder sowas. Wir fahren mal hier ein bisschen wild durch die Gegend, wobei das ist hier noch am interessantesten. Ach, da haben wir den Feindkontakt schon. Ja klar, der Zerstörer ist natürlich dort nicht gut aufgehoben, aber den können wir auch erstmal wieder wegbringen. Jetzt ist die Frage, haben wir ein Schiff, was da agieren kann? Wir sind alle weit weg. Mit Zerstörern können wir da nicht vorgehen. Also wenn wir es ernst meinen, müssten wir jetzt hier unsere Flotte runterbringen. Ich meine, wir haben natürlich halt, wir haben französische Schiffe, die wir genau für sowas einsetzen können. Weit entfernt. Wie weit kommen wir mit denen? Nicht sehr weit. Aber wir können natürlich kreuzen und können zumindest hier in Reichweite kommen. Fürs nächste Mal. Vielleicht will er den Zerstörer jagen und dann stehen wir bereit. Ich mach das mal. Und dann ziehen wir dieses Schiff ebenso nochmal nach. Genau wie das französische Schiff, das nur 5 Stärkepunkte hat, aber das ist immer noch relativ stark in Kombination. Okay, so, Flugzeugträger und sowas alles, das lassen wir, glaube ich, alles mal hübsch hier. So, und dann ist die Frage, wie gehen wir jetzt hier auf U-Boot-Jagd? Welche Linien prüfen wir und so weiter und so fort? Hier haben wir einen Zerstörer. Ich meine, hier wird er nicht sein. Wir werden mal von hier einfach die Linie abfahren. So, das ist gecheckt. Hier fahren wir einfach stupide runter. Gecheckt. Ja, mit dem Sechserschiff, ne? Da müsste man fast mal in Reparatur fahren, würde ich sagen. Ich glaube, keine schlechte Idee, machen wir das mal. Hätten wir eigentlich auch noch gleich für einen Check nutzen können. Das war nicht so clever gemacht. Aber ich habe das Gefühl, dass es sich auch hier weitgehend mit den U-Booten zurückgezogen hat. Nein, hat er nicht. Okay, 2-2 Schaden. Ja, das hätte ich natürlich jetzt vorher sehen sollen. Wir sind nicht mit mehr Zerstörern in der Nähe. Da können wir im Moment nichts machen. Ich hätte vielleicht den nicht in Reparatur gezogen, wenn ich das vorher gesehen hätte. Tja, oder bringen wir die doch raus? Schon verlockend, da mit Flugzeugträgern ein bisschen agieren zu können. Ich meine, wir stehen eigentlich flottentechnisch gut da. Nee, wir lassen die hier liegen. So, wir suchen oder wir fahren mal mit unserem U-Boot hier runter.
Müssen wir bloß aufpassen, dass wir nicht zu weit uns bewegen. Aber bis hier würde ich mich vorwagen. Okay, da haben wir nichts gesehen. Wir wissen, hier war irgendwo ein U-Boot, das in die Richtung irgendwie verschwunden ist. Das werden wir jetzt mal suchen. Da haben wir es. Ja, okay. Leider ist hier Sturm und Regen. Das heißt, wir können unsere Flugzeuge nicht verwenden. Aber unsere Zerstörer sollten aktiv werden können. Ja, 0-0. Wahrscheinlich auch wegen Sturm. Na, das ist ärgerlich. Okay, taucht ab. Ja, und wir haben gesehen, glaube ich, abgetauchte U-Boote, die kann man, glaube ich, gar nicht finden. Naja, auf jeden Fall war das nicht schlecht. Wir haben es gefunden, wir haben was versucht, aber die Stürme verhindern weiteres. Okay, soweit. Ich würde sagen, wir bewegen uns hier mal ein bisschen einfach von der Position, wobei er uns eigentlich nicht gesehen haben dürfte. Aber wir beziehen mal hier Stellung. So, damit haben wir das alles bewegt und nicht viel erreicht. Aber das ist das schlechte Wetter gewesen, definitiv. Okay, gut, das war das Thema. Dann gehen wir nochmal ins Mittelmeer. Ich bin mir nicht sicher, ob da überhaupt noch im Moment etwas zu tun ist. Wir haben mit den Briten 382. Mhm. So, das wäre hier die Position, die ich beziehen will. 4 ist natürlich auch erbärmlich. Aber gut, ich hoffe, wir kriegen hier noch ein Hauptquartier irgendwie hin. Bin mir nicht sicher. So. Die sind verbessert. Das haben wir alles gemacht. Das haben wir auch gemacht. Die bringen wir da nicht rauf. Ich glaube, im Mittelmeer ist im Moment nichts zu tun. Ich will durch keine Flottenbewegung die Italiener irgendwie reizen. Das ist nämlich tatsächlich möglich. Wenn man zu viele Kriegsschiffe in irgendwie bestimmten Konstellationen stehen hat, kann das passieren, dass die Italiener dann nervös werden. Das wollen wir nicht. Okay, aus diesem Grund widmen wir uns dann jetzt der Forschung bzw. der Produktion. Ich hatte das letzte Mal gesagt, ich würde für die Briten gerne schon mal einen Panzer in Auftrag geben, der im August 1940 da ist. Den können wir eventuell nach Afrika schicken. Ich werde aber Mobilität nicht nutzen, weil 5 Aktionspunkte scheinen mir ganz in Ordnung zu sein für einen Panzer. Die müssen nicht noch mehr der Infanterie wegfahren können. Ich weiß es nicht. Aber es ist mir zu teuer. Ich kaufe das erstmal und dann sind wir auch schon 250 los und haben noch 132 übrig. Und das ist sehr gut, weil wir können dann den Panzerkrieg noch erforschen. Das ist Voraussetzung, damit die Panzer überhaupt einen zusätzlichen zweiten Angriff haben. Das ist eine wichtige Sache. Das sollten wir in Auftrag geben. So, damit haben wir im Prinzip auch unser gesamtes Kontingent für die britische Forschung ausgeschöpft. Eine Sache habe ich mir überlegt, werde ich mit den Amerikanern vielleicht mal machen. Ah, das können wir gar nicht mit den Amerikanern machen, fällt mir gerade auf. Ich wollte diplomatisch mal vorgehen und vielleicht die UdSSR hier ein bisschen hochbringen. Kostet uns 150. Das können wir auch nur mit den Briten machen. Boah. Und das sind 5% Erfolgschance. Wahnsinn. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist nicht gut ausgegebene Produktionsmittel. Wow. Okay. Wollte ich hier noch irgendwas bewegen? Das ist die große Frage. Man könnte, was glaube ich viel wichtiger ist, ist Sevastopol hier zu halten. Man könnte dieses Korps, glaube ich, hier hinbringen. Die Frage ist, wo verteidigt man Sevastopol? Wo verteidigt man die Krim am besten? Hier? Hier ein bisschen eingraben ist wahrscheinlich der bessere Ort. Wäre es wahrscheinlich auch besser, wenn dieses Korps nicht in Odessa steht, auch wenn Odessa natürlich eine super wichtige Stadt ist, sondern eher hier. Mal sehen. So. Die müssen hier nach Dniepropetrovsk. Die Frage ist, 3 Armeen nach Kiew? Oder 2-2 lieber aufstellen. Okay. Wir sind auf jeden Fall erstmal da. Alles Weitere machen wir dann später. Die sind noch am Arbeiten.
Ihr hattet irgendwo in den Kommentaren geschrieben, dass irgendwo hinten noch weitere russischen Einheiten. Ach, da oben, ja, da steht noch eine Einheit. Ja, dieses Korps, da bin ich mir nicht sicher. Archangelsk ist schon ein wichtiger Ort. Ich habe keine Ahnung, ob es die Möglichkeiten gibt. Ja, ich meinte, Murmansk, es kann ja diesen Finnlandkrieg halt noch geben, ne? Weiß ich nicht, ob man das da wegziehen sollte. Bin mich nicht sicher. Ich lasse es erstmal da stehen. Will da nichts riskieren. Dann verabschiede ich mich. Bis dahin. Macht's gut, euer Steinwallen. Halt! Ah, ich vergesse es jedes Mal, Leute. Es gibt vielleicht hier noch Events. Also wir beenden das Ganze auf diese Art und Weise. Na, passiert noch was? Okay, jetzt ist die Festung fertiggestellt. Na, großartig. Grace Fields besucht das britische Expeditionskorps in Frankreich, die sich im Moment noch langweilen und Zeit haben für solche Schnickschnack. Ja, sehr schön, Industrietechnologie auf 71. Jetzt gibt es in Russland Regen. Und bei uns kommt endlich mal alles an Produktionspunkten. Sehr gut. Also, das läuft ganz vernünftig, die Abwehr der Deutschen dort im Atlantik. Und damit ist jetzt wirklich Feierabend. Also macht's gut. Bis zur nächsten Folge.